Sorry. Bisschen noch spielen. Gut. Gucken wir mal. Was Amazon und so. Ich fand es Spaß. Herzlich willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order Part 10. Wir sind gleich zurück. Zur Insel. Insel sag ich schon. Insel. Bescheuert. Keine Insel, sondern wieder auf Sepho, von dem Planeten Sepho und nicht eine Insel. Insel, das ist Mist. Da ich gerade nur an Mist gerade Insel. Quatsch. So, jetzt sind wir hier. Wir hatten hier den zerstört und der liegt hier immer noch. Da. Er wollte aufgeräumt hier. Nee, leider nicht. Es liegt immer noch hier. Ja, dann leider nicht. Dann ist es so. Dann liegt er hier immer noch gerne rum. Hier. Gucken wir mal. Jetzt finde ich auch eine 70D. Ist eigentlich alles dabei. Sehr gut, eigentlich gebraucht. Würde ich ja gerne bestellen. Muss ich auch gleich gucken. Wer geht, wird es wahrscheinlich auch wieder nicht gehen. Werde jetzt merken. Die wäre jetzt. Müssen auch nur das Body ein bisschen das andere dann dazu kaufen. Muss ich erstmal gucken. Ich kann das Baujahr gucken. Ist gerade nicht. Da macht mir der Kamera der auf, oder das kann ich jetzt einfach die Leiche kaufen. Okay. Die kam schon fertig. Die dass sie nicht drauf steht. Manchmal. Also nicht drauf steht. Wenn man. Der würde ja gerne eine Kamera. Können kaufen. Amazon.
Ich habe die anderen versucht, die ich gerne euch bestellen würde und wollte. Ging leider nicht irgendwie. Wo wird der irgendwie in diesem Zahlungsmittel akzeptieren wir nicht. Ich weiß es nicht, warum. Ist vielleicht ein bisschen blöd, finde ich, weil ist ja keine schlechte war. Ganz gut auch. Es gibt verschiedene. Eigentlich wollte ich ja die 700 haben. Und jetzt versuche ich eigentlich jetzt mal die 70D zu kriegen. Und jetzt einfach mal versuchen, einfach mal zu bestellen. Gebraucht trotzdem. Nicht die Kamera. Genau. Ich kann es versuchen und ich hoffe, das geht langsam, hoffe ich mal. Und kostet 449 Euro. Mal gucken. Legen wir mal im Korb und gucken mal, was passiert, ob wir also 400. So. Gucken, es gibt ja noch andere, nicht nur den. Dann gibt es auch noch eine aus dem Futterbörse Dresden. Könne eigentlich, ist es ja eigentlich fast egal. Aber ja, gucken wir mal. Ne, wir lassen das. Das haben wir hier drin haben und versuchen das hier zu bestellen. Und dann werde ich ja merken, ob das geht oder nicht. Ich mache es jetzt. Suchen. Und wenn ich dann merke, ich kriege eine Ablehnung, also eine Mail, Ablehnung, dann kann ich es leider nicht kaufen. Und ich habe auch keine Kreditkarte, dass man da sowas kaufen kann. Wenn du nutzt. Na? Und wenn ihr Tipps habt oder wisst, wo ich irgendwie das Modell von Canon die also 70D oder das oder die Modelle von Canon 700D oder 750D bekomme, wenn es jetzt nicht irgendwie bei Amazon bestellen kann. Bitte jetzt versuchen, gucken wir, Bestellung aufgeben, vielen Dank für die Bestellung, gucken wir mal, fortsetzen, also erledigen eigentlich und dann werde ich gleich noch mal eine Bestellung gehen und werde sehen. Ja, okay. Ich weiß es nicht warum. Bitte überprüfen Sie, deklarieren Sie bitte ja für Ihre Informationen bitte zur Art ändern. Änderung. Ich weiß nicht warum, aber alle ich stunde jetzt einfach wieder, weil das bringt mir nichts, weil ich habe keine Kreditkarte. Kann das andere auch nicht tun. Und ne? Das bringt mir einfach nichts. Und ich muss die anderen auch alle ausstudieren, um zu testen, ob das jetzt nur an einer lag. Ne? Nee, irgendwie wollen die Verkäufer, ich weiß noch nicht warum, dass dann wie er sagt, auch Amazon sagt, okay, nur über Kreditkarte, wenn jetzt über 300 Euro kostet oder noch mehr. Also das ist schon ein bisschen komisch, finde ich. Wenn man nicht normal ist, schreibt erfahren, das wäre trotzdem, wenn man zieht das ein und fertig. Naja, ich verstehe auch nicht. Dann werde ich hier gucken, dass ein Geschäftsführer vielleicht diese Kamera und das Modell. Genau. Weil das ist mir sonst zu blöd. Nicht, dass ich gemerkt habe, dass es auch nicht geht. Tja. Das ist komisch, weil ich hatte eine andere Kamera. Konnte ich bestellen, digitale Kamera für 250 Euro ungefähr. Das ging problemlos.
Und genau. Da hatte ich keine Probleme. Und ja. Aber mit dem anderen hatte ich Probleme und ich Vor uns liegt eine lange Rasse. konnte das nicht Diese alten Gräber sind nicht deshalb noch erhalten, weil sie leicht zu bestellen. finden sind. Ich nehme die Herausforderung. Also wenn ihr wirklich Tipps habt dafür oder. Ich bin froh, dass du an das glaubst, was könnt wir mir doch erreichen so sollen. gerne reinschreiben in den Kommentaren, oder? Das habe ich immer. Seit ich ein Jüngling war, vertraute ich der Macht. Die Namen auf der Liste sind eine Prüfung. Und ich glaube, ich kann sie bestehen. Ich mag dein Selbstvertrauen. Eine Reise wie diese kann ungeahnte Herausforderungen bringen. Ich verstehe. Ich bin bereit. Wir stehen hinter dir, Kerl. Die Heimatwelt der Seppo. Cordova war bestimmt oft hier. Cordova hat sein ganzes Leben an vielen Orten die Geschichte der Galaxis studiert. Naja. Einige Male hat er mich mitgenommen. Das war lehrreich. Glaubt er an die Vergangenheit? Er glaubte an die Zukunft. Aber ohne Vergangenheit keine Zukunft. Vielleicht finde ich die Kamera. Empfangt ihr was? Irgendwie. Nichts Neues. Es ist nur nach wie vor riskant. Wir haben wohl keine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Aber die Menschen, die das Imperium zerstört und unterworfen hat, verlassen sich auf uns. Auf dich, Kerl. Ich weiß. Zum Glück habe ich euch als Verstärkung. Das hast du. Wir müssen uns unterstützen. Nur das führt zum Erfolg. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Wo ist denn? Ah, er ist da hinten. Ja, du und ich. Wir zwei sind nicht aufzuhalten. Ist es nicht so, Kleiner? Die Mantis und Grease. Jedes Mal perfekte Landung. Kann man so sagen. Schon mal ein Schiff gesteuert? Nein, eigentlich nur Schrotttransporter auf Bracca. Kleiner, du musst unbedingt mal wieder ins Cockpit kommen. Mit der Steuerung in der Hand hast du die ganze Galaxis im Griff. Das ist der totale Oberhammer. Klingt gut. Sag Bescheid. Hä? Nein, nicht mein Schiff. Nicht die Mantis, vergiss es. Ich meine, du solltest es mal probieren. Aber mit einem anderen Schiff. Ach so, nicht mein Schiff. Also nicht dein Schiff. Schade. Ja, Grease. Was gibt's? Erinnerst du dich noch an den Scoutläufer? Den ATST? Ja, da warst du doch nah dran, oder? Worauf willst du hinaus, Grease? Kannst du so ein Ding vom Imperium ausleihen, damit ich mal eine kleine Runde damit drehen kann? Oh, du willst mir wohl beim nächsten Kampf helfen. Was? Nein, niemals! Du willst immer nur kämpfen! Vergiss, was ich gesagt habe, ja? Besorgt wegen des Sturms? Nein. Mir macht ja sehr viele Sorgen. Das Imperium, tödliche Kreaturen, schlecht gekochter Borafisch, aber in meinem Schiff ist das alles kein Problem. Sehr gut. Wir sind noch eine Weile unterwegs. Stimmt. Aber daran musst du mich nicht erinnern. Nee. Ich dachte, Grease, ich sollte dich ein bisschen daran erinnern. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Oh, bist du jetzt genervt? Ja. Ja. Sorry, dass ich euch damit ein bisschen. Dass ich so sage, dass ich dir jetzt eine Kamera suche. Aber. Dass es nicht klappt. Weil, ja, wie gesagt, dass es nicht klappt, weil. Ja. Die. Habt ihr eine Bewegung gesehen? Angriff erfolglos. Oh, Mist. Das, naja, ich dachte, wäre keiner da gewesen. Bestätige Treffer. Ja, bestätige Treffer. Ich bin... nicht immer da. Naja. Genau. Mal schauen, werde ich mal gucken, ob ich die Kamera so jetzt, soll ja eigentlich diese Modelle eigentlich ganz gut sein für, so ein bisschen, ein Einsteiger als
zum Ansteigen für Profi-Fotos zu machen müssen. Oder professionelle Fotos zu machen. Mit Offizier für irgendwie große oder kleine Klassen ist ja auch nicht so billig, aber die würde ich mir auch danach kaufen, aber wenn ich diese Kamera nicht irgendwie so bekomme, dann ist das schon blöd. Wie gesagt, ich kann mir auch das aktuelle kaufen, aber das ist gerade ein bisschen zu teuer. Darum würde ich gerne auch ein älteres irgendwo da angebracht, das ist kein Problem. Aber ich weiß nicht, warum das nicht Matsu das nicht so macht. Auf Kreditkarte habe ich nicht und dann muss ich dann so, dann Kreditkarte hast, dann musst du ja dann ja dann bezahlst damit, aber im Endeffekt bezahlt dann die Bank und du musst es ja dann der Bank zahlen. So verstehe ich das dann. Ne? Kreditkarte ist ja Kredit, also nimmst den Kredit auf, ne? Um dann das zu kaufen. Dafür. Und den Kredit musst du wieder abzahlen oder zahlen, dann musst du das dann auch wieder das Geld in der Bank geben. Darum hasse ich eigentlich Kreditkarte und will das gerne so direkt zahlen, ne, mäßig. Aber was ich ja nicht verstehe, weil sie unbedingt alle Promotionen wirklich da drauf stehen, ne, da drauf stehen. Da drauf stehen. Mit Kreditkarte zu arbeiten, das finde ich ja wirklich möglich. Meinetwegen dürfen wir das ruhig machen, aber ich brauche das nicht. Dann kaufe ich es leider nicht. Dann gucke ich dann bei den Geschäften aus und finde sie vielleicht irgendwo. Oder doch nicht, aber vielleicht finde ich sie. Oder kann sein, dass ich es trotzdem noch finde. War das jetzt hier lang? So ein Dorf? Oder muss ich doch andersrum? Ich weiß es nicht. Ich muss eigentlich ja wieder in dem Links rein, ne? Okay, ich überlege gerade, wo wir lang müssen. Wir müssen da wieder